Fällt der letzte Indiana Jones Film im Kino durch? Mit Indiana Jones und das Rad des Schicksals geht eines der größten Franchises zu Ende. Doch der Abschluss der Reihe scheint an den Kinokassen ein Reinfall zu sein. Er kann bis jetzt nur 120 Millionen Euro einspielen. Bei Produktionskosten von etwa 270 Millionen Euro und 90 Millionen Marketingkosten ist das ein echtes Minus. Damit ist der neue Blockbuster bisher der kommerziell schlechteste Teil. Und dabei ist es Harrison Fords letzter Auftritt als peitschenschwingender Archäologe. Auf der Premiere in Berlin erzählt er Promiflash, was ihm an seiner Kultrolle fehlen wird. Die Verbindung zum Publikum, die durch diese Figur entsteht. Es war eine brillante Gelegenheit für mich. Und es ist ein Serviceberuf, das Geschichten erzählen. Der Film ist für den Schauspieler offenbar trotzdem ein krönender Abschluss. Und vielleicht schafft er es noch, das Ruder herumzureißen.